Hallo meine Lieben und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Anna und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In diesem Video habe ich für euch gleich zwei Unboxings. Und zwar zwei Goodie-Boxing-Unboxings von den Monaten Oktober und Dezember. Und ich habe zudem noch eine kleine Verlosung für euch. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran, verpasst es nicht, weil da wisst ihr, was ihr gewinnen könnt und auch was ihr dafür tun müsst, um es zu gewinnen. Genau, vorab ganz kurz ein paar Infos zu der Goodie-Box. Die Goodiebox ist eine Abo-Box, die kommt ursprünglich aus Dänemark, erscheint einmal im Monat, immer so um den 15. rum des Monats und kostet 19,95 Euro. Wenn ihr möchtet, ich habe einen Freunden-Werbe-Freunde-Code, damit spart ihr einfach 50% auf eure erste Box, wenn ihr euch entschließt, auch diese Box zu abonnieren. Bitte beachtet aber hierbei, es ist so, wenn ihr bei Goodiebox ein Abo abschließt, bekommt ihr nicht die reguläre Monatsbox, sondern ihr bekommt die Welcome-Box. Das sage ich nur vorab, nicht, dass ihr euch dann, wie gesagt, wundert, wenn hier auf YouTube die Januar-Boxen vorgestellt werden und ihr sagt, okay, ich habe jetzt auch die Box abonniert, aber warum habe ich die Box nicht? Die Welcome-Box ist nicht schlecht, das ist einfach eine Box für neue Mitglieder, wo man auch, man hat Beauty-Produkte aus Pflege drin, irgendein Tool hat man meistens mit drin, man hat dekorative Kosmetikprodukt drin, also ist auch immer nochmal bunt gemischt und die hat auch immer einen relativ hohen Wert, genauso wie die Goodie-Box. Das nur vorab, also nicht, dass ihr euch wundert. Und wie gesagt, mit meinen Freunden, wir haben einen Freunde-Code, schreibe ich euch unten da in die Beschreibung rein. Da spart ihr dann 50% auf eure erste Box. Und ich bekomme halt den gleichen Wert dann einfach gut geschrieben. Ich bekomme den in Form von Goodie-Points, kann den dann auch auf eine nächste Box von mir einlösen oder kann den auch einfach für andere Produkte im Shop nutzen. Genau, so viel dazu. Na, aber ich würde sagen, jetzt schauen wir uns an, was in den Boxen drin war. Und zwar haben wir hier zuerst die Oktober Goodie Box. Wie gesagt, die kam Mitte Dezember, also die kam sogar zusammen mit der anderen Box. Ich musste gerade überlegen. Nichtsdestotrotz zeige ich euch jetzt trotzdem noch, was bei mir in der Box drin war. Man hat mittlerweile immer so ein digitales Leaflet. Wenn man hier den QR-Code scannt, dann kommt man mal auf die Seite. Da erfährt man halt immer das Monatsthema, man kriegt mehr Infos zu den Produkten, man erfährt, was die Produkte für einen Wert haben. Ja, einfach nochmal ein bisschen detaillierter. Ich denke aber nicht, dass das jetzt noch funktioniert für den Monat Oktober, weil es ist halt fast 3 Monate her. Deswegen lasse ich das jetzt weg. Ich hoffe, da sind jetzt Produkte drin, die ich auch so herausfinden kann, was es ist. Deswegen nicht mehr lang rumgelabert. Wir gucken da jetzt zusammen rein und schauen mal, was uns hier erwartet. Den ersten Blick zeige ich euch einfach schon mal. Ist halt immer ganz cool, so sieht's aus. Aber wie gesagt, habe ich ganz vergessen, wir haben immer hier so ein Schubladendesign bei der Goodiebox. Bedeutet, ja, ist halt wie so eine Schublade, kann man sich übereinander stapeln, habe ich jetzt zum Beispiel auch gemacht und bewahre da einfach meine Produkte drin auf. Genau, so viel dazu. Wir haben hier zuallererst eine Bürste, die sieht so aus. Ist so eine rosa Bürste. Genau, ist auch nicht weich. Also ich finde es gut, dass sie so relativ harte Borsten hier hat. Bürste kann man immer gebrauchen. Von daher, ja, ich probiere die jetzt gerade mal aus. Ist auch sehr angenehm zu meinen Haaren. Ja. Optimal. Passt. Gut, freue ich mich drüber. Dann als nächstes haben wir hier was Pineapple on Coca Prep and Primer Polishing Primer von Style Try. Das ist ein Primer und zwar genau für die Haare. Bedeutet, man kann ihn auf trockenem oder auch feuchtem Haar anwenden. Einfach ein bisschen auf die Handfläche machen. Der riecht halt echt gut. Nach, mit Kokos und Pineapple heißt Ananas, genau, so riecht er auch. Einfach auch in die Haare eintragen, komm, das mache ich jetzt gerade mal. Ich habe mir jetzt mal so ein bisschen genommen, zwischen den Händen verreiben und dann kann man das halt einfach, vielleicht mal als Styling-Creme benutzen oder halt, ja, ne? Also auf jeden Fall riecht es gut, finde ich cool. Genau, man kann es dann an der Luft trocknen lassen oder halt föhnen. Ja, hier haben wir drinne 100 Milliliter, also von daher auch gutes Produkt. Als nächstes habe ich dann hier noch von Sarco Beauty by Oli ein Nail Oil, Nail und Cuddle Oil, genau. Das ist ein Nagelöl,
Optimal, dass es sowas in meiner Box drin war. Weil ich habe aktuell kein Nagelöl, also ich habe einfach keins gefunden, was mir vom Duft her gefällt oder auch ja, was es machen soll. Von daher ist es hier optimal. Ich rieche da jetzt gerade mal dran. Ja, das hat so, der riecht so ein bisschen nach Minze, also es sollte auf jeden Fall passen. Das kann ich jetzt gerade mal hier auf meine Fingernägel auftragen. Beziehungsweise, genau, Nagelöl trägt man immer auf, dann massiert man so ein bisschen ein. Teilweise wird es auch im Nagelstudio gemacht, aber nicht im Nagelstudio. Genau. Also wie gesagt, hat echt einen angenehmen Duft. Dann haben wir als nächstes Melting Balm Cleanser von Raw Perfection. So sieht er aus. Das ist, jetzt muss ich mal gerade gucken. Genau, es ist ein Gesichtsreiniger. Einfach auf die Hand auftragen. Aufs nass oder trockene Haare. Gesicht. Genau, aufs trockene Gesicht. Ja, auftragen. Dann einfach, ich sag mal, ich mache das aktuell bei mir auch so. Trag den erstmal überall auf. Lass ihn so 2 bis 3 Sekunden einwirken. Mit Wasser drauf und dann merkt man halt einfach, wie das aufschäumt und dann freut man sich und dann reinigt der natürlich die Haut. Optimal. Cruelty-free und vegan ist der. Genau, das war auch noch, ja, auch ein brauchbares Produkt auf jeden Fall. Und dann habe ich hier noch was Großes von Mask Me Up und zwar eine Gesichtsmaske. Energizing Sheet Mask with Acai Berry Extract for all Skin Types. 0% Parfüm. Und ja, es ist immer halt so lustig, sieht man ja hier. Wenn man dann so eine Sheetmaske auf hat und ich sage jetzt mal, man öffnet die Tür für den Postboten oder so und dann erschreckt er sich immer. Habe ich alles schon erlebt. Genau, 15 Minuten auf jeden Fall einwirken lassen. Brauchbar, passt immer. Genau, wie gesagt, ich zeige euch das jetzt nochmal schnell, weil die Box hier ist leer. Wir hatten, wie gesagt, hier diese Sheetmaske drin. Dann hatte ich hier noch diesen Prep and Primer drin. Dann diese Bürste. Also. Ja, dann dieses Nagelöl. Ich hatte noch hier diesen Melting Balm Cleanser. Also für mich ist es echt eine brauchbare Box gewesen mit Produkten, die kommen auf jeden Fall bald in Anwendung. Ne? Also manchmal hat man ja Boxen, wo man sagt, ich weiß nicht, ob ich das Produkt benutze. Also ich würde sagen, von dem hier optimal. Perfekt. So, genau, das war jetzt wie gesagt die Oktoberbox. Geil. Und ja, wie gesagt, auch wenn sie jetzt ein bisschen später kam, dann ist es halt so, vor allem in der Weihnachtszeit, vor Weihnachtszeit dauert das halt immer ein bisschen länger. Und ich meine, die Goodiebox kann ja jetzt auch nichts, meiner Meinung nach, dafür, wenn halt das Paket vielleicht auf dem Weg verschlampt ist. Dann ist es so, wie gesagt, diese Box habe ich halt nochmal bekommen, nachdem ich mich bei dem Goodiebox-Team gemeldet habe. Und zusätzlich, und jetzt kommen wir zu der Verlosung, wurden mir 3 Produkte mitgeschickt. Halt einfach so als kleine Entschädigung, weil ich jetzt so lange warten musste. Aber ich möchte diese 3 Produkte einfach an euch verlosen. Ich zeige euch jetzt gerade, um was es sich handelt. Und ich schreibe euch auch nochmal unten in die Beschreibung rein, was ihr dafür tun müsst, um die Produkte zu gewinnen. Und zwar haben wir hier einmal ein Peeling. So sieht es aus. Das ist so ein Kaffee-Peeling. Das habe ich auch schon einmal benutzt. Genau. Ja. Körperpeeling kann man immer gebrauchen, meiner Meinung nach. Das gibt es für euch. Dann habe ich hier noch von Sens ein Shampoo. Das habe ich selber auch schon mal benutzt, habe es auch schon mal leer gemacht, fand es auch nicht schlecht. Ist vegan, 75 Milliliter, das bekommt ihr auch. Und dann kriegt ihr noch von Skin and Go so ein Triple Therapy, so ein Gesichtstoner, 200 Milliliter und der alleine kostet halt schon 28 Euro. Ja, und genau, den kriegt ihr aber auch. Also wie gesagt, ihr kriegt jetzt einen Toner, ihr kriegt dieses Shampoo. Und ihr kriegt auf jeden Fall hier dieses Coffee Scrub. Und ich gucke mal, vielleicht finde ich noch irgendeine Kleinigkeit, die ich dazu packen kann. Ja, das ist vielleicht. Ja, ich lasse mir was einfallen. Genau, wie gesagt, diese 3 Produkte könnt ihr, ja, könnt ihr gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, kann ich euch ja vorab schon mal sagen. Auf jeden Fall Abonnent von meinem Kanal sein. Diesem Video einen Daumen nach oben geben. Und zu dem netten Kommentar gerne mit dem Hashtag Goodiebox hinterlassen. Dann seid ihr im Lostopf. Alle weiteren Infos schreibe ich euch unten in die Beschreibung. Genau, und dann würde ich sagen, machen wir gerade weiter mit der Goodiebox von Dezember, weil die haben wir ja hier auch noch. So sieht sie aus. Wie gesagt, dieses Schubladendesign findet man immer bei der Goodiebox. Wir haben jetzt hier diesen Dings, QR-Codes. Genau, ich scanne ihn jetzt mal. Ich weiß nicht, ob ich es brauche, aber halt einfach nur, dass wir mal gucken können. Und dann haben wir jetzt schon mal einen ersten Blick in die Box. Genau, und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an.
Wir fangen hiermit an, weil ich gerade gesehen habe, das ist auch das erste Produkt, was mir hier angezeigt wird in dem digitalen Leaflet. Und zwar ist es von Axe & Rouge ein Ginseng Overnight Eye Mask. Die sieht so aus. Also eine Augenmaske für über Nacht. Genau, die trägt man sich halt, ich sag mal, wie eine normale Augenmaske, trägt man sich einfach hier unterm Auge auf. Über Nacht einwirken lassen. Und die hat einen Wert, ich schaue jetzt gerade mal, um euch einfach ein paar weitere Infos geben zu können. 43,50 Euro hat die Wert. Die enthält Vitamin A, Süßholz und Maulbeere. Und die soll wohl die Augen aufhellen, abschwellen lassen und feine Fältchen reduzieren. Genau, ist auf jeden Fall ein interessantes Produkt. Von Axe & Rouge hatten wir schon das ein oder andere Produkt in der Goodiebox drin. Dann haben wir hier als nächstes, das finde ich wieder ja, passend, von Moshi Moshi Mind & Hand Desinfektionsdingsmittel mit Moisturizing-Effekt. Und den teste ich jetzt auch gerade mal, weil ich habe das oft bei so Handdesinfektion, dass meine Haut oder meine Hände einfach, die Haut dann so trocken wird. Also es stinkt zwar, ja, hier stinkt es jetzt auch nach Alkohol, aber dann weiß man wenigstens, dass es ja, desinfiziert, dass es reinigt. Und ja, ich habe das halt einfach oft, dass meine Haut dann da richtig trocken wird, ich mehr Handcreme brauche und so weiter. Und das soll wohl einen Moisturizing-Effekt haben. Das finde ich ganz cool. Der alleine hat einen Wert von ja, 5 Euro. Gut, das ist aber, wenn man so überlegt, es gibt ja auch schon so Handreiniger für 1 Euro. Da ist ja wohl schon ein bisschen hochpreisiger. Ja, aber wenn er was taugt, dann ist es okay, kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen. So ein Handreiniger habe ich immer im Auto, ich habe immer einen in der Handtasche, egal wo ich bin, an der Arbeit. Also überall habe ich so einen liegen, weil man es halt immer braucht. Genau, soll wohl, ist ein innovatives Produkt. Ich gucke jetzt mal gerade, was in dem Leaflet steht. Dass sich nach ein paar Sekunden in eine Feuchtigkeitscreme verwandelt und deinen Händen Feuchtigkeit und Schutz bietet. Genau, das habe ich ja eben, wie gesagt, schon gemerkt. Mit Moisturizing-Effekt finde ich richtig cool. Genau, enthält wohl Shea-Butter, die die Haut regeneriert und beruhigt, und Süßmandelöl, das dafür bekannt ist, dass es die Haut weich macht und mit Feuchtigkeit versorgt. Ja, optimal, also das Produkt. Perfekt, muss ich nicht viel sagen. Dann habe ich hier als nächstes von Sandstone eine Mascara. Ich lasse sie, ich hole die mal aus der Verpackung raus. Ich lasse sie aber zu, weil wie gesagt, ich habe so viel Mascara und ich will jetzt die nicht alle aufmachen, weil man soll die ja, ich glaube, nach drei Monaten sowieso wegtun. Muss ja nicht sein. So sieht die auf jeden Fall aus für extremes Volumen und Länge. Optimal, so das Produkt. Genau. Schwarze Mascara geht immer meiner Meinung nach. Dann habe ich hier jetzt noch was, was aber auch erstmal zu bleibt. Und zwar von MC oder MCO Beauty. Ein Glow Highlighter Stick. Also schiebt man dann oder dreht man und dann hat man einen Highlighter Stick. Ich habe aber, ich habe welche hier. Ich benutze sie aber ehrlich gesagt nicht so oft. Deswegen lasse ich den auch zu. Der wird dann auch einfach mal irgendwann an euch gehen. Da freut sich dann bestimmt jemand von euch drüber. Der hat übrigens einen Wert von 24 Euro. Ja, Highlighter trägt man halt auf die Schlüsselbeine, hier auf die Wangen auf, aufs Dekolleté, wo auch immer, ne? Muss ich ja, glaube ich, nicht so viel dazu erklären. Dann haben wir hier noch was, und zwar Raw Hyaluronic Drops von Raw Perfection. Die sehen so aus. Das sind Hyaluronic Drops und jetzt schaue ich mal, was hier hinten drauf steht. Genau, cruelty free ist es, vegan, und es sind wohl so Tropfen, die kann man dann abends und oder morgens mit seiner Feuchtigkeitscreme mischen oder auch mit seinem Serum und es einfach auf die Haut auftragen, auf die gereinigte Haut. Finde ich sehr cool, also sowas habe ich jetzt selber noch nicht probiert, ausgetestet oder bisher überhaupt gehabt. Serum, ja. Aber ich finde es halt cool, dass man nochmal extra so Hyaluronic Drops hat, die man einfach damit reinpacken kann. Und dann hoffen wir mal, dass es noch einen besseren Effekt dann alles hat. Genau, werde ich aber ich persönlich mit meinem Serum mischen. Ja. Das ist echt auch wieder brauchbar. Also cool. Und dann haben wir hier noch ein großes Produkt. Einem Avocado. Das ist eine Sheetmaske. Genau, von Tony Moly. Ja, einfach auch wieder schon wie bei der Oktoberbox einfach aufs Gesicht auftragen. Beziehungsweise auflegen, eine Viertelstunde bis 20 Minuten einwirken, nee, 20 bis 30 Minuten sogar einwirken lassen, abnehmen und ja, perfekt. Ja, auch wieder richtig coole Produkte. Ich glaube, jetzt hatte ich hier 6 Stück an der Zahl.
Ja. Ich zeige euch das jetzt einfach nochmal schnell im Schnelldurchlauf. Wie gesagt, wir hatten hier diese Avocado-Maske, diesen Glow-Halteleiter, der wird mal irgendwann an euch wandern. Dann habe ich hier diesen Hand Sanitizer, richtig cool, der halt auch einfach mit Moisturizing-Effekt hat. Raw Hyaluronic Drops hatten wir drin. Werde ich auch auf jeden Fall direkt heute ins Bad mitnehmen und in mein Serum reinmischen. Dann, was auch cool ist, bin ich echt immer auf den Effekt einfach gespannt. Diese Overnight Maske von Axe & Rouge, die halt einfach die Augen aufhellen soll über Nacht und abschwellend wirken soll. Sowas kann man, finde ich, immer gebrauchen, vor allem wenn man nicht viel Schlaf gefunden hat. Und dann hatten wir noch, oder hatte ich noch von Sandstone hier diese Mascara in meiner Box. Wie gesagt, für schöne, volumöse Wimpern, extra Volumen, optimal. Genau. Ja, das war jetzt die Dezember-Box. Und dann würde ich sagen, sind wir jetzt ja auch schon durch. Das heißt schon durch. Ja, wie gesagt, die Dezember-Box habt ihr gesehen. Ihr habt die Oktober-Box gesehen. Ganz wichtig, ich zeige es nochmal. Ich erinnere euch nochmal dran. Das sind die Sachen, die ihr gewinnen könnt. Wie gesagt, ich gucke einfach nochmal. Vielleicht finde ich noch was, was ich euch dazulegen kann. Dann freut sich bestimmt jemand von euch. Wie gesagt, Shampoo kriegt ihr auf jeden Fall. Ihr kriegt auf jeden Fall schon mal hier dieses Peeling. Optimal, kann man immer gebrauchen. Und ihr kriegt von Skin & Go hier auf jeden Fall diesen Toner. Alles Weitere steht unten in der Infobox. Und dann würde ich sagen, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, macht's gut. Tschüss.